Einem nächsten Unboxing, Leute. Ganz ehrlich, wir haben jetzt, glaube ich, 2 Monate sind es jetzt her und ich habe jetzt schon 3 Unboxing gemacht, beziehungsweise das ist jetzt das dritte. Ja, wir machen heute mal was Besonderes, ein besonderes Unboxing, und zwar nicht üblich ein Opus 11, das aktuelle Booster, weil da haben wir jetzt schon 2 gemacht von. Und dann dachte ich mir so, welche Display von welchen Opusen hast du jetzt noch nicht Unboxing-Video gemacht? Da gehört dieses schöne Schmuckteil hier von der allerersten Serie, Opus 1. Von Opus 2 müsste ich noch machen, Opus 3 und Opus 4. Dann habe ich nämlich alle Opusse mindestens einmal ein Unboxing-Video von gemacht. Das heißt, es kommen von 2, 3 und 4, werden noch folgen. Wann die kommen, weiß ich nicht. Wie gesagt, das hat jetzt geklappt. Vielleicht nächsten Monat, vielleicht auch erst danach. Muss ich mal gucken, wie das mit dem Geld klappt. Ja, genau. Erstmal Props auf jeden Fall an dem Händler, bei dem ich es gekauft habe. Also es ist ein Laden gewesen und der hat mir einfach die Aranea-Promo nochmal geschickt. Super, vielen Dank. Jetzt habe ich die 2-mal. Weil beim 3. Mal kam leider nur eine Star-Sibyl, da hatte leider keine Aranea, sonst hätte ich jetzt ein Playset Aranea. Aber egal. Ja, was erwarte ich bei diesem schönen Schmuckset? Also es fehlen mir natürlich noch ein paar Karten. Ich gucke jetzt gerade mal in mein Blatt Papier, was mir noch alles fehlt. Also ich bräuchte 2 Jecht, 2 Squall, non-foil beide. Valvaris bräuchte ich 2-mal, 2-mal Zidane. Prish bräuchte ich auch 2-mal und ein Tidus, ein Sephiroth und ich glaube auch ein Cloud auch noch. Das wären so von den L-Karten, die ich alle bräuchte. Ja, schauen wir mal, was wir bekommen. So, was bräuchte ihr eigentlich? Voll wäre wahrscheinlich auch spannend zu wissen. Ja, ich habe hier so eine Liste, tatsächlich. So, was bräuchte ein Foul? Laguna bräuchte ich, den gibt's hier auch. Das war's. Ich bräuchte nur noch Laguna in Foil. Schauen wir mal, ob wir einer der Ice-L in Foil bekommen. Wäre schön, der Laguna. So, ohne Umschweife fangen wir an. 36 hoffentlich wunderschöne Booster der allerersten Booster-Serie von Final Fantasy. Ja, ich würde mal sagen, die ersten 12 gehen aufs Haus. Nein, der war jetzt schlecht. So. Okay, das ist gut, dass meine Kamera mir jetzt nicht anzeigt, wie viele Minuten ich Zeit habe. Somit gucken wir mal, wie schnell wir sind. Ja, ich meine, das wäre jetzt schon die zweite Auflage. Deswegen schauen wir mal. So, anfangen mit dem guten Titan. Dann haben wir den Zeitmagier, Elementarist. Oh, da glitzert schon immer Schönes. Der Chocobo Wikinger, Kaizif, Evokateur, und ich glaube, es ist eine Starterkarte. Ja. Und zwar der gute Cloud. Wow, als erstes schon eine Starterkarte zu bekommen, die ja im allerersten Starterdeck drin war. Das war ja auch von 7. Ja. Super cool. Sieht man kaum den Foil-Effekt. Ja, sieht man jetzt so ein bisschen schimmernd nur. Deswegen aber richtig cooles Artwork auf jeden Fall. Können wir ja jetzt mittlerweile spielen. So. Die letzte Karte ist immer die Hero oder Legend. Ja, Krieger des Lichtes, Lightning, Seraphie und eine Lulu. Ist unsere erste Hero-Karte. Ja, darf mehr sein. Schauen wir mal. Ja, Lulu ist jetzt nicht mehr so der Hit auf jeden Fall. Weil es natürlich jetzt viel, viel bessere Karten gibt, aber ich dachte mir einfach, wie gesagt, mir fehlen noch ziemlich viele Karten von Opus 1, deswegen, ja, 36 neue Vollkarten vielleicht zu bekommen, das wäre schon so das Ziel. So, Gilgamesh, Alchemist, Evokateur, das ist Leviathan sogar, den wir jetzt voll bekommen, Ramsa, Ritter, Dunkelritter und der schöne Leviathan aus Final Fantasy Tactics. Ja, schöne Rare-Karte. Jeden Fall. So, und dahinter gleich der nächste Leviathan. Mensch, das ist doch schon mal geil. Das läuft doch schon mal. Ja, Leviathan, Herzog Lark, Alexander und der gute Cecil ist unsere H-Karte.
Ja, also wir müssten hier auf jeden Fall 7 Non-Foil Elves ziehen. Eine Starterkarte ist jetzt eigentlich schon draußen. Meistens kriegen wir auch wirklich nur eine. Also hier war das Print-Verhältnis noch relativ, naja, nicht so geil. Egal. Zalbak, Evokateur, Deleter und es ist Tycoon, den wir in Voll ziehen. Ja. Eine erneute 7er Karte. Auch schöne Karte auf jeden Fall. Schönes Artwork. Ja. Nehme ich gerne mit, so ganz ehrlich. Brynhildur, Kaizif, Rico und unsere erste L-Karte. Oh mein Gott, das ist Sephiroth. Ja, nice. Ja, 8 CP, Erstschlag 8000 und wenn das Spielfeld betritt, wähle einen Unterstützer aus und bricht diesen. Ist natürlich schon sehr, sehr teuer und heutzutage gar nicht mehr spielbar. Ja, auch wenn der Erstschlag halt ganz nett ist, aber heutzutage geht das Brechen viel zu schnell. Naja, Karatekämpfer, Tama, Ritter, Elementarist, Ramu, die gute Fee, Red und Ritter aus Tactics. Das ist jetzt auch eine Kamen endlich mal. Haben wir schon. Wir haben drei Booster und noch nicht eine Kamen vollgezogen. Das geht natürlich nicht. Und die schöne Yuna, die immer noch gutes Playable ist, als Hero. Freut mich, die brauche ich tatsächlich noch in dem Bereich auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, Evokateur, Chocobo. Oh, zweiter Starter voll tiefer, echt? Rotmagier, Barde, Cloud, Dieb. Ja, zweiter Starter voll die süße Tiefer. Wie sie auf den Berg da sitzt. Ich habe sie jetzt leider vergessen. Das ist eine schöne Romanzenszene in dem Spiel. Wow. Zwei Starterkarten. Das freut mich. Zwei Siebener, das ist super. Und Nextiv als Hero-Karte. Also das ist schön. Zwei Starterkarten. Ich habe zwar leider beide schon, aber sie sehen wunderschön aus. Und ja, vielleicht sehen wir noch eine dritte. Man weiß es ja nicht, ne? Also irgendwie ist ja alles möglich noch. Mal schauen. Agat, Ninja, Dunkelritter und der gute Mönch ist unsere Vollkarte. Yuna, Hades, Libro und da ist endlich der erste Jecht. Nice. Ja, die Karte, die überhaupt nicht unplay, also die ist überhaupt nicht spielbar, weil sie einfach nicht wirklich gut ist. Jack bekommt für jeden Stürmer, den ihr Gegner kontrolliert, 1000 und ja, dann noch den Original Jack Special, kannst den Stürmer brechen. Spielt niemand. Nein. Hat niemand gespielt, die Karte, weil sie einfach schon zu schlecht war. Tut mir für den Jecht leider leid, aber wir haben hier jetzt Braska's, die Leggy aus Opus 11, das ist ja auch Jecht. Großer Spoiler, tut mir leid. Ja, die rasiert ja momentan sowieso alles. Ja, Mönch, Wikinger, Chocobo, Mönch und einen Evokateur, wollte ich sagen, und zwar der Beschwörer. Ja, der gute Lunef im Beschwörer-Design, Odin, Vaan und der gute Leon ist unsere Hero-Karte. Oh, die fühlt sich hier schon fester an, also hier muss was Großes sein. Ovilia, mir ist es fehlvoll, aber egal. Shiva, Sid Highgrand, Tifa, Kaizif, Mogri, die gute Fee in Foil. Ist auch schon mal ganz schön. Dann haben wir noch Oren, Fang, Sylph und Firion als Hero-Karte. Die fühlen sich alle so dick an, wenn man sie so aufmacht. Ne? Aber ja. Alma, Evokateur, Beschwörer, Yuffie, Dragon und der Herzog lag in Foil. Das ist eine schöne Foilkarte auf jeden Fall. Die wird immer noch sehr gerne gespielt in Ice-Decks. Und voll geht die natürlich auch noch ordentlich was. Also, das ist natürlich schön. Wobei, meistens, wenn ich die Karten ziehe, dann sind sie nichts mehr wert, aber. Ach, cool, eine Vanille. Ja, naja, sehe ich ja mal. Aber ich glaube, den Herzog Lark besitze ich sowieso noch nicht in Foil. Deswegen brauche ich da auch eigentlich gar nicht gucken, wie viel der wert ist. Egal. Weiser, Kimari, Beschwörer, Hexer. Gut, können wir im Grunde überspringen, weil Rain ziehen wir in Foil. Auch schönes Artwork. Wacker, Laguna, nächste Rain. Und nächste Leggy. Die gute Prish aus Final Fantasy XI. Die spielt man auch nicht mehr wirklich, aber ich finde sie trotzdem ganz cool. Nämlich, wenn sie blockt, kriegt sie plus 4000 Stärke bis zum Ende des Zuges. Und man kann eine Erde zahlen, dann kriegt sie Courage dazu.
Und dann halt ihre Special, die echt ziemlich krass ist, verdoppelt die Stärke von Trish bis zum Ende des Zuges. Kannst nichts machen, wirklich. Ist schon gewaltig, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, Ritter, Ifrit, Dieb, Elementarist, Weißmagier, Beschwörer und Artemisian voll. Ja, die wollte jetzt rauskommen, so ganz ehrlich. Die Karten wollten sich nicht wegbewegen. Ja, nächste Legi, also zwei in Folge, das ist schon mal super. Auf jeden Fall auch noch mit voll. Ja, alle Stürmer aus Artemisia betreten das Spiel für den Dull und dann ihre Special ist halt, alle Stürmer werden eingefroren, außer sie selber. Ist schon mächtig auf jeden Fall. Wird aber halt. Man muss es leider sagen, die Karten werden sowieso nicht mehr gespielt. Ist ein bisschen traurig, auch der gute Wahn. Aber die Zeit ist halt leider vorbei. Aber trotzdem, nice to have. Auf jeden Fall. Ja, Schwarzmagier, Titan, Zeitmagier, der dahinter möchte nicht, Elementarist, Mystiker, Schamane und der coole Chocobo. Der echt gute Chocobo auch. Aus 7 haben wir ihn voll. Eine Kamen, aber dafür eine sehr gute Kamen, muss ich sagen. Cecil, Squall, Aerith und Snow. Der gute Snow auch. So, dann haben wir schon mal die ersten 12 fertig. Eine Foil L, das ist schon mal echt guter Start. Also darf gerne mehr kommen. Wie gesagt, den Laguna bräuchte ich jetzt noch in voll und dann bin ich wunschlos glücklich. So, Ramsar ziehen wir in Foil. Ja, die bewegen sich nicht so richtig, also die sind sehr steif, die Karten, das muss man sagen. Chaos ziehen wir. Der einfach jedes Element außer Licht benutzen kann. Und dadurch kann man halt mehr Dunkelheitskarten spielen. Ja, Ifrit, Dieb, Schwarzer Chocobo, Schwarzer, ja. Schütze, Mönch, Wikinger, so gut. Boah, scheiß Corona. Als ob ich Corona habe, nie im Leben. Nein, das ist Pollenallergie, ey. Ganz, ganz schlimm, ey. Tut mir leid. So, Elementarist in voll. Und die gute Layla ist unsere Hero-Karte. Finde ich trotzdem ganz cool, die Karte. Aber natürlich die Layla aus Opus 6 ist natürlich tausendmal besser. Ne, meine Nase kribbelt, weil die ganzen Pollen reinkommen. Ich habe natürlich jetzt Fenster auf, weil sonst sterbe ich hier, weil es zu warm ist. Ja. Aber, ja. Wow, dritte Starterkarte. Das gibt's doch gar nicht. Drei Starterkarten. Leute, was ist los? Shujin. Super cool, auf jeden Fall. Aber ich glaube, auch den besitze ich schon. Ja, so, ne? Also drei Starterkarten besitze ich tatsächlich alle. Also alle guten Dinge sind drei. Das ist schon heftig, aber drei Starterkarten, also da bin ich sehr, sehr überrascht. Hatte ich noch nie. Und die Terra ist unsere Hero-Karte. Also, muss ich sagen, also krasses Display, muss man sagen, ja. Auf jeden Fall. So, dann haben wir noch die gute Aerith in voll. Schönes Artwork natürlich. Da Skavrant und die gute Riku, die ja mittlerweile immer noch verboten ist. Obwohl das Problem eine komplett andere Karte ist. Naja. Gelehrter, ich glaube Schwarz, oder? Nee, Terra. Terra ist unsere Vollkarte. Schönes Artwork auf jeden Fall. Bisschen aus Decidia gemacht worden. Ja, schönes Artwork auf jeden Fall. Akria, Shiva, Krieger des Lichts und der gute Guy. So eine Hero-Voll bräuchten, müssen wir jetzt langsam mal ziehen. Würde ich mal sagen. Ja, wir haben nämlich noch keine Hero. Die gute Fear. Eine Rare-Karte. Lightning, Seraphie, Hope. Der gute Bart. Der ja auch eine Probekarte schon bekommen hat. Also eine Full-Art-Probenkarte. Weil der World Champion die haben wollte. Ja. Maria. Das ist ein sehr guter Pull. Immer noch eine der sehr stärksten Karten, finde ich. Also Maria, alle Stürmer bekommen 1000. Also die du kontrollierst. Immer noch eine sehr, sehr starke Karte. Genau wie der Herzog Lark zum Beispiel. Und Richard ist unsere Hero. Also Maria ist echt ein sehr guter Pull, muss ich sagen.
Also als Hero ist das echt schon, ist schon cool. Auf jeden Fall. Dann haben wir noch LAN, nächste Hero-Karte. Jetzt kommen die Heroes, ne? War nicht schlecht. Gut, der Sass ist jetzt nicht so der Hit. Ist nicht so stark, die Karte. Wird halt auch nicht gespielt. Ja, dann haben wir noch Bade. Das Bahamut, ne? Auch nicht schlecht. Also finde ich immer noch sehr stark die Karte. Ja, da haben wir jetzt vier Ls und eine in Non-Foil. Da muss jetzt leider meine Nase mal kurz putzen, ey. Sonst würde das jetzt runtergehen. Das wäre jetzt nicht so geil auf die Karten. Leute, was ist los? Vierte Starterkarte in einem Display. Alter! Was ist das für ein Display? Ganz ehrlich, Mann. Vier Starter. Krasser Scheiß. Und dann noch Gordon. Also, ich meine, Maki habe ich auch. Ich glaube, mir fehlen jetzt nur gewisse Starterkarten. Wie Sid Rains, Mokri, 13-2. Cool, Snow in Foil. Da freue ich mich auf jeden Fall. Eine schöne Karte. Dahinter Tidus, nächste L. Genau den brauche ich tatsächlich noch einmal. Jetzt habe ich endlich ein Playset. Da freue ich mich natürlich riesig drüber. Also ist richtig gut, obwohl. Ja. Also, klar, ich meine, vom Wert her gehen wir hier locker ins Minus für das, was ich dafür bezahlt habe, für das Display. Aber ganz ehrlich, ich habe das jetzt wegen dem Video gemacht. Krass, dass der Rundmagier, den ich noch gesucht habe, der geht tatsächlich ab 3 Euro, 4 Euro geht der einfach nur in Foil. So in Non-Foil geht der 2 Cent, in Foil 3, 4 Euro. Krass einfach, weil wähle ein Stürmer aus, dieser kann in diesem Zug nicht blocken. Starke Karte hat mir schon hier das ein oder andere Mensch gewonnen. Dadurch. Also krasse Karte, genau die wollte ich hier rausziehen. Boah, die bewegen sich auch kein Stück, die Karten. Da kannst du auch machen, was du willst, ey. Und sieh dann, geil, nächste L-Karte. Genau den brauchte ich auch noch. Wird zwar auch nicht gespielt, weil der aus Opus 3, der kriegt ja jetzt auch eine Promokarte. Juni oder Juli-Promo ist das. Ja, aber der hier wird gar nicht gespielt. Ja, so, dann haben wir Karatekämpfer. Imperator, auch gut. Den brauche ich auch. Also wir sind jetzt mittlerweile auf, das ist jetzt das Hälfte. Also 11 Booster sind es jetzt nur noch. Das hier ist jetzt das. So, dann haben wir Gilgamesch. Ich dachte jetzt schon Gilgamesch Starter, ey. Ganz ehrlich, mich würde es nicht mal wundern, wenn aus dem Stapel auch nochmal eine Starterkarte rauskommen würde. So. Cool, der Kefka. Auch eine ziemlich gute Karte, finde ich. Auch ein Draft ziemlich stark. Wenn man dadurch schwächere Einheiten echt ziemlich gut pushen kann mit 5000 Stärke. Nachteil dafür, ja, hier ist eine Starterkarte, ich glaub's nicht. Leute, was ist heute los? 5 Starterkarten in 36 Boostern. Ach du Scheiße, was ist hier los? Jetzt mal ohne Witz. Dann haben wir noch Joseph. Alter. Also ganz ehrlich, Leute, ich bin sprachlos, ey. 5 Starterkarten. 5 Starterkarten, so. Ich freue mich darüber, so. Statt die ganzen Kammen zu ziehen, ziehe ich 5 Starter. So, ne? Mittlerweile Starterkarten sind echt so beliebt auch. So, aber 5 Starterkarten, das ist schon krass. Orlando. Sehr schwer, sehr starker Gegner in Final Fantasy Tactics, falls er gespielt hat. Den ersten Tactics. Chaos und Foil. Auch nicht schlecht. Sieht auch sehr schön aus. Ja, ich kann die ersten Karten gar nicht mehr richtig hin und her bewegen, deswegen. Dann haben wir noch den guten Lan in Foil, wollte ich schon sagen, aber er ist Non-Foil. In Foil haben wir ihn aber schon. So. So. Ich weiß gar nicht. Können wir noch noch eine L erwarten eigentlich? Ich glaube, eine ist noch dran. Ja, eine. Eine theoretisch müsste jetzt noch drin sein. Wir haben 6 Non-Foil. Vielleicht, wenn wir Glück haben, noch eine Foil-L. Da haben wir Seraphi, auch eine schöne Karte. Fürs Wuff-Deck.
Kosmos. Oh, das Gegenstück ist auch nicht schlecht. Ich glaube, 5 Fuß haben wir jetzt noch. Kai Ziff, auch schönes Artwork. Auf jeden Fall eine Hero auch noch. Ich bin so drüber glücklich. Hier Stulla, auch schönes Artwork. Habe ich tatsächlich in DC da nie gespielt. Ich muss es tatsächlich mal spielen, wieder das Game. So, dann haben wir noch Gordon in Foil. Auch coole Hero. Kimari. Der sollte eigentlich wieder gut werden, aber jetzt ist er doch wieder schlecht. Der halt Fähigkeiten kopieren kann. So, dann haben wir den guten Schamanen. Ich glaube, der. Ja, hier vorne haben wir ihn sogar gezogen. Habe ich doch aus dem Augenwinkel gut gesehen. Kuja. So, und 3 Booster haben wir noch. Puh, eine Non-Foil L muss es auf jeden Fall noch sein. Die Leyline voll, auch nicht schlecht, ja. Eine Hero. Wolke der Dunkelheit, nehme ich auch gerne mit, auf jeden Fall. So, vorletztes Booster. Der gute Warn in Foil. Ja gut, ob er jetzt gut ist, weiß man jetzt nicht. Sondern... Artemisia. Das ist unsere letzte L. Na gut, haben wir einen Foil und einen Non-Foil. Letztes Büsterchen. Und da haben wir den nächsten Starter. Ich glaub's nicht. 6 Starter. 6 Starter! Habt ihr das Teil nur mit Starter vollgepackt und ein Garland? Ja, auch ewig nicht gesehen. Krasser Scheiß, Leute. Wir haben einfach mal 6 Starter gezogen. 6 Starter, 6. Also in jedem 6. Booster haben wir einen Starter gezogen. Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, bis auf Brüderchen habe ich alle schon. Aber das ist ja egal. Krasser Scheiß, ey. Ganz ehrlich, das ist schon heftig. Gut, dass wir jetzt nur eine Foil L gezogen haben, ist natürlich schade. Was natürlich noch schade ist, dass wir jetzt tatsächlich von den Karten... Gut, den der fehlte mir noch, Tidus fehlte mir noch, Bahamut hatte ich schon, Prish, Jacked. Ja gut, 2 Karten, 2 Ls, die ich jetzt nicht unbedingt noch brauchte. Sondern, aber ansonsten, nicht schlecht Anzahl an Hero Foils und auch einige coole Rare Foils. Gut, natürlich der Großteil muss natürlich aus Commons bestehen, weil sonst rentiert sich das Spiel ja natürlich nicht. Ja, aber ganz ehrlich, das Highlight, 6 Starter. Also ganz ehrlich, Leute, habt ihr das schon mal gehabt? 6 Starter in einem Display? Das war jetzt wirklich ein unverschlossenes Display gewesen. Ich hätte es jetzt zwar schon geöffnet gehabt, die Folie, aber es ist wirklich ein komplett gesealtes Display gewesen. Und davon habe ich 6 Starterkarten, also... Ich weiß nicht, das ist tatsächlich das erste Display von Opus 1, was ich je gezogen habe. Ich habe mal Restbooster aufgekauft gehabt, da waren aber, ich glaube, eine Starterkarte war da drin gewesen, aber hier 6 Stück, das ist schon, ich glaube, das ist schon in Richtung brutal. Na gut, Leute, das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir auch. Ich habe jetzt bewusst eher weniger vorgelesen, weil wir sind ja sowieso schon fast auf 25 Minuten so. Und die Karten sind eigentlich bekannt. Ich werde sie jetzt noch in einigen Themenvideos, werde ich die wahrscheinlich sowieso noch behandeln, die Karten. Ja, deswegen. Na gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut raus und ciao.